Russland ist reich, trotz der Rubelkrise. Und besonders in Moskau bemerkt man das. Doch der Großteil der Russen spürt vom Reichtum wenig, denn der ist extrem ungleich verteilt. Die Gewinner im Land sitzen auf riesigen Vermögen und vermehren ihren Besitz laufend. Sie investieren in Luxus und führen ein westlich orientiertes Leben. Der große Rest der Bevölkerung hat aber zu kämpfen. Und so mancher sehnt sich heute wieder nach den subventionierten Preisen und Löhnen der Sowjetunion. Zur Zeit des Sozialismus setzte man auf die Planwirtschaft. Wer abseits der staatlichen Aufsicht Geschäfte machte, wurde verfolgt. Privatbesitz gab es kaum. Praktisch alles gehörte dem Staat. Mit dem Zerfall der Sowjetunion im Jahr 1991 kollabierte schließlich das gesamte System der UdSSR. Die bereits vor dem Niedergang des Kommunismus nur schlecht funktionierende Wirtschaft kam zum Erliegen. Nicht einmal das Notwendigste war mehr verfügbar. Die Menschen standen vor leeren Geschäften. Russland musste rasch auf die Marktwirtschaft umstellen. Dafür privatisierte man innerhalb kürzester Zeit unzählige Staatsbetriebe, darunter Stahlfirmen, Minen oder Ölförderanlagen. Findige Geschäftsleute wurden dadurch unvorstellbar reich. Als privater Eigentümer muss man sich aber im heutigen Russland darüber klar sein, dass es immer jemanden gibt, der auch ein Stück vom Kuchen möchte. Kriminelle erpressen Schutzgeld. Oder man gerät an einen Konkurrenten, der sich bereichern möchte und auch nicht vor drastischen Mitteln zurückschreckt. Nicht selten werden gezielt Übergriffe auf Unternehmer organisiert, bei denen spezielle Schlägertrupps zum Einsatz kommen. Man nennt sie Raider, also Angreifer oder Räuber. Gemeinsam mit einer korrupten Justiz und Politik sorgen sie dafür, dass zigtausende Unternehmer in Russland um alles gebracht werden. Jewgeni Spiritsa war früher selbst in kriminelle Machenschaften verstrickt. Heute arbeitet er als Projektmanager für eine Beraterfirma, die unrechtmäßige Firmenübernahmen verhindert. Diese Enteignungen haben nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion begonnen und den darauffolgenden Privatisierungen. Das alles war durch das bis heute schwache russische Rechtssystem möglich. So sind diese schwarz gekleideten Raiderbanden entstanden. Sie haben sich gefälschte Gerichtsbeschlüsse besorgt, aber nicht in Moskau, sondern in irgendeiner weit entfernten Stadt, indem sie einen Richter mit 30.000 bis 50.000 Dollar bestachen. Für den war das viel Geld. Zurück in Moskau kamen die Raider dann in ein Unternehmen und präsentierten den Eigentümern den Gerichtsbeschluss. Und die Firma hatte plötzlich einen neuen Besitzer. Die Zeitschrift Merger and Acquisition hat berichtet, dass manche Richter 30.000 Dollar für einen gefälschten Beschluss verlangten. Sogar eine Liste der Namen wurde veröffentlicht. Ich selbst habe früher auch solche Bestechungsversuche vorgenommen. Gott sei Dank kann ich dafür nicht mehr bestraft werden, weil das Ganze verjährt ist. Juri Krupnov engagiert sich in mehreren Unternehmerverbänden. Er schildert am Beispiel einer großen Moskauer Fabrik, wie die Enteignungen ablaufen. Krasny Proletari ist ein führender Hersteller von Schwermaschinen. Die Firma hatte das Pech, dass sich die Produktion im Zentrum von Moskau befand, wo die Quadratmeterpreise extrem hoch sind. Deshalb war es kein Zufall, dass die Fabrik das Ziel eines Raiderangriffs wurde. Und auch die Behörden waren involviert.
Die Raider begannen damit, die Polizei bei ihrer Sache mitmachen zu lassen. Man hatte ja Gerichtsbeschlüsse in der Hand und man nutzte die Macht von Beamten des Innenministeriums anstelle von privaten Sicherheitsfirmen. Laut gefälschten Unterlagen ist der Firmenchef gar nicht mehr der rechtmäßige Eigentümer des Unternehmens und er handelt somit illegal, wenn er sich wehrt. Die Raider rufen dann die Polizei um Hilfe, damit sie ihr angebliches Eigentum bekommen. Viele Übernahmen laufen mit Unterstützung der Exekutive ab. Denn die Polizei darf den angeblich rechtmäßigen Eigentümern die Hilfe ja nicht verwehren. Und wenn man zusätzlich noch etwas Bestechungsgeld zahlt, werden die Ansprüche gleich noch legitimer. Zahlreiche Institutionen, große Unternehmen und Fabriken sind so in die Hände neuer Eigentümer gekommen. Und dann wird weiterverkauft. Einmal, zweimal, dreimal. Und der letzte Besitzer ist dann ein streng gesetzestreuer Bürger. Das Prinzip ist ganz einfach. Übernehmen und so schnell wie möglich weiterverkaufen, am besten innerhalb weniger Tage. Das Budget für die Enteignung von Krasny Proletarii betrug ungefähr 5 Millionen Dollar. Darin inkludiert waren die Bestechungsgelder, die Kosten für die Wachleute sowie die Männer, die die Fabrik übernahmen, sie dann verwalteten und so weiter. Im Internet findet man dann eine seriös aufgemachte Immobilienanzeige, in der die Fabrik für 80 Millionen Dollar angeboten wird. Selbst mit einem Preisnachlass, zum Beispiel auf 50 Millionen, wäre der Profit immer noch 45 Millionen Dollar. 5 Millionen Kosten für die Enteignung und 45 Millionen Gewinn. Aber den Kriminellen ging es gar nicht um das Fabriksgebäude selbst, sondern um das Grundstück, auf dem es steht. Es soll mindestens 300 Millionen Dollar wert sein. Inzwischen entsteht hier ein riesiger Bürokomplex. Doch nicht nur Firmen sind Geschäftemachern im Weg, auch Privatpersonen werden um ihr Eigentum betrogen. Marina Ovchinnikova war auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Die Stadt Moskau bot ihr ein Apartment zum Kauf an. Die einzige Bedingung, sie musste den Gesamtbetrag dafür sofort an einen Investor bezahlen. Sie stimmte zu, doch nach einiger Zeit stellte Marina Ovchinnikova fest, dass ihr Kaufvertrag an eine ihr unbekannte Firma übertragen worden war. Diese hatte plötzlich das Recht, den Eigentümern ihre Wohnungen einfach wieder wegzunehmen. Nicht nur mir wurde die Wohnung weggenommen, sondern das ganze Haus wurde gestohlen. Das ganze Haus mit allen Menschen darin. Man lebt in einem Apartment, das einem gar nicht mehr gehört, obwohl man es gekauft hat. Die Raiders sind eine organisierte Verbrechergruppe. Also nicht Einzelpersonen, sondern eine ganze Organisation. Die Polizei ist in die Enteignungen involviert und vertuscht alles. Sie ist Teil der Verschwörung. Auch Polizisten kommen so an Wohnungen. Ohne sie und die Staatsanwaltschaft wäre dieser Diebstahl gar nicht möglich. Sehen Sie diesen Stempel? Russische Sowjetrepublik. Dieser Stempel ist seit 100 Jahren ungültig. Der Staatsanwalt, das Gericht und auch jeder sonst weiß, dass diese Dokumente gefälscht sind. Ich bin bis zum Vize-Innenminister gegangen und habe ihm die Dokumente vorgelegt. Ich habe gesagt, die haben das Haus und den öffentlichen Grund gestohlen. Sehen Sie, dass der Stempel gefälscht ist? Wissen Sie, was man mir im Innenministerium ganz offen gesagt hat? Wir werden Sie ins Gefängnis stecken.
Ich habe fest an den Rechtsstaat und die Justiz geglaubt. Ich hätte nicht gedacht, dass so eine Gesetzlosigkeit in diesem Land möglich ist. Ich war nicht darauf vorbereitet, als die Polizei in mein Haus kam, die Tür aufbrach und mich in Handschellen ins Auto warf. Ich konnte nicht mehr zurück zu meinen Kindern und meiner Mutter. Ich habe mein eigenes Geld in die Wohnung investiert, umgerechnet 24.000 Euro. Ich wurde aber beschuldigt, ich hätte 12.000 Euro gestohlen. Dafür bekam ich 9 Jahre. Neun Jahre in einem Gefangenenlager für eine Mutter mit 2 kleinen Kindern. Nicht wegen Mordes oder wegen eines Raubes. Diese 9 Jahre ermöglichten es ihnen, ihre Machenschaften weiter zu betreiben und mich in der Zwischenzeit ruhig zu stellen. Es hätte sein können, dass ich gar nicht mehr aus der Haft zurückkomme. Ich habe 6,5 Jahre in verschiedenen Lagern verbracht. Dann bin ich entlassen worden. Die ganze Zeit habe ich versucht zu beweisen, dass ich keine Straftat begangen habe. Erst 5 Jahre später wurde bekannt, dass die gefälschten Dokumente dem Gericht gar nicht übermittelt worden waren. Es hat 5 Jahre gedauert, bis feststand, dass der Staatsanwalt ein Verbrechen gegen mich, die Gesellschaft und den Staat begangen hat. Ich bin ruiniert. Wer entschädigt mich jetzt? Niemand. Wo kommen heute die ganzen Obdachlosen her? Vor 10 Jahren hat es in Moskau noch nicht so viele gegeben. Schuld daran sind auch die Raider. Alexander Dobrowinski ist Anwalt. Er hat sich in den letzten Jahren darauf spezialisiert, Raiderangriffe juristisch und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln abzuwehren. Ich habe selten so begabte Menschen getroffen wie jene, die nur darauf aus waren, jemandem seinen Besitz zu stehlen. Da sind Mathematiker darunter und Absolventen der besten Universitäten unseres Landes. Sie gründeten ein Unternehmen, zum Beispiel mit dem Namen Rassisky Building. Dort arbeiteten brillante junge Leute, die auch andere Firmen heute gerne beschäftigen würden. Nach 7 Jahren erreichte ihr Umsatz ungefähr 3 Milliarden Dollar. Und das, obwohl sie mit einem Startkapital von nicht mehr als 20.000 Dollar begonnen hatten. Их капитал был в начале, на мой взгляд, я анализировал это как-то, ну, 1020 долларов, когда они начинали. In London treffen wir den Anwalt Bill Bowring. Er ist Professor am Birkbeck College und Experte für internationales sowie sowjetisches und russisches Recht. Er ist oft als Gerichtssachverständiger tätig. Bowring kennt die Beträge, die als Schmiergeld bei den kriminellen Übernahmen eingesetzt werden. Damit die Polizei eine Ermittlung einleitet, kostet es 20.000 bis 50.000 Dollar. Ungefähr 30.000 Dollar muss man bezahlen, wenn die Polizisten in ein Büro kommen sollen, um dort die Computer und Aufzeichnungen zu beschlagnahmen. Das kommt recht häufig vor. Und ein günstiges Gerichtsurteil kostet zwischen 10.000 und 200.000 Dollar. Es gibt für Schmiergeld in Russland also sogar eine Preisliste. Ich möchte erklären, wie eine Übernahme genau funktioniert. Es gibt jemanden, der sich für ein Unternehmen interessiert, zum Beispiel für eine Fabrik. Er schaut sie sich genauer an und lässt dann von einer Anwaltskanzlei die nötigen Schritte planen. Raiderangriffe werden heutzutage ja von Anwälten durchgeführt. Natürlich sind dafür ein paar unterstützende Maßnahmen bei Gericht nötig, um sicher zu sein, dass alles klappt. Außerdem braucht man das Innenministerium, die Polizei und private Sicherheitsdienste, damit man auf das Firmengelände kommt. Auch das Finanzamt muss mitspielen. Jeder Beteiligte soll von dem Geld etwas abbekommen und vielleicht noch einen Bonus dazu, wenn das Unternehmen dann schließlich tatsächlich den Besitzer wechselt. Bonus,
Ich selbst habe einst bei solchen Verschwörungen mitgemacht. Als konkretes Beispiel, wie solche Aktionen ablaufen, bietet sich die früher höchst erfolgreiche Restaurantkette Khachapuri an mit ihren 5 Standorten in Moskau. Direkt im Zentrum der russischen Hauptstadt lag das größte Restaurant der Kette. Dieses existiert nicht mehr. Ich habe vor fast 25 Jahren in der Gastronomie angefangen. 1989 habe ich Geschirr abgewaschen. Dann war ich Kellnerin, Barkeeperin, Restaurantmanagerin und schließlich Geschäftsführerin. Ich war erfolgreich und konnte viel Berufspraxis sammeln. 2008 hat ein Freund zu mir gesagt: Tatjana, bei deiner Professionalität wäre es eine Schande, wenn du nicht dein eigenes Café eröffnen würdest. Wir haben zuerst über die Idee gelacht, aber sie hat mich nicht mehr losgelassen. Wir haben dann schäbige Garagen gemietet, um die sich jahrelang niemand gekümmert hatte. Die Wände bröckelten ab und das Dach war auseinandergebrochen. Der Keller stand unter Wasser, die Infrastruktur war vollkommen unbrauchbar. Eine umfangreiche Renovierung ist nötig gewesen. Das Café-Restaurant wurde innerhalb kürzester Zeit zu einem großen Erfolg. Viele Menschen kamen. In der Mittagspause standen sie Schlange. Eines Tages tauchte ein Mann auf, Vitali Artukov. Er stellte sich als Eigentümer des Gebäudes vor. Ich wusste gar nicht, wer er war. Denn die Leute, mit denen ich verhandelt hatte und einen Vertrag abgeschlossen, waren plötzlich verschwunden. Uns wurde klar, dass es sich um einen gezielten, kaltblütigen Angriff auf uns handelte. Wir sollten unter Druck gesetzt werden, Papiere mit für uns nachteiligen Konditionen zu unterschreiben. Wir waren aber die rechtmäßigen Mieter. Wir hatten einen offiziellen Pachtvertrag, der bis 2019 gültig war. Die geänderten Konditionen, die man uns anbot, waren wirtschaftlich nicht tragbar. Außerdem war der neue Eigentümer ausgesprochen aggressiv. Er schaltete ohne Vorwarnung den Strom, das Wasser und die Heizung ab. Und das bei minus 30 Grad draußen. Können Sie sich das vorstellen? Die Rohre gingen zu Bruch, die Geräte waren kaputt und die Gäste saßen in der Kälte. Wir waren geschockt. Artukov, der neue Eigentümer, bestellte meinen Restaurantmanager Maxim zu sich ins Büro. Er war offensichtlich ein wichtiger Beamter und hatte 2 Telefone mit Direktleitungen in den Kreml. Er begann, Maxim zu bedrohen. Anwesend waren auch 2 Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft. Artukov sagte: Ich habe eine Waffe, ich werde sie jetzt erschießen. Maxim ließ sich aber nicht einschüchtern und er fragte einfach: Gibt es eine Chance für mich, am Leben zu bleiben? Artukov darauf: Ja, die gibt es. Unterschreiben Sie den Vertrag mit den neuen Bedingungen und Sie werden das hier überleben. Unter diesen Umständen waren wir natürlich noch weniger bereit zu unterschreiben. Wir wären ihm ewig ausgeliefert gewesen. Eine Weigerung, die nicht ohne Folgen blieb, wie dieses Video zeigt, das von Angestellten aufgenommen wurde. Mein Restaurantmanager Maxim rief mich an und sagte: Die nehmen uns das Café weg. Mitarbeiter des Eigentümers begannen damit, das Fenster mit einem Schneidbrenner zu öffnen. Als das Fenster entfernt war, brach eine Gruppe von Maskierten in das Café-Restaurant ein. Einer unserer Wachmänner wurde dabei am Kopf verletzt und blutete. Alle Mitarbeiter wurden auf die Straße geworfen und die Raider übernahmen das Café-Restaurant. Drei Wochen lang liefen wir zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft hin und her. Unsere Beschwerden wurden überall zu Protokoll gebracht, aber nichts passierte. Artukov, der angebliche Eigentümer, begann dann damit, das Gebäude abzureißen. Gleichzeitig schickte er uns unverschämte Briefe und verlangte bestimmte Dokumente. Wir hofften doch noch verhandeln zu können, aber das Gebäude war bereits dem Erdboden gleichgemacht, inklusive unserer gesamten Geschäftsausstattung.
Wenn Russland den Fortschritt will, braucht es unabhängige Gerichte mit normalen Gesetzen. Sonst wird sich nichts ändern. In Russland ist alles von Gier getrieben. Der Staat ist noch jung. Die Menschen und Geschäftsleute sind nicht auf diese Tatsache vorbereitet. Man muss hier nämlich einen Schutzzaun bauen, sobald man eine Firma hat. Im Westen kann man ein Unternehmen kaufen und auf Urlaub fahren. In Russland kauft man eine Firma und muss eine Burg errichten. Man braucht Waffen, man muss die Verteidigungslinie halten und so weiter. Die Kopfschmerzen beginnen dann, wenn man eine Firma gekauft hat. Wenn man erfolgreich ist, muss man eine Festung bauen und den Mitarbeitern beibringen, wie sie sich verteidigen, während sie Speisen zubereiten, nach Öl bohren oder Kohle abbauen. Dann kann man gutes Geld machen. Wenn man aber Löcher in der Festungsmauer hat, dann wird einem früher oder später die Firma weggenommen, ganz sicher. Gibt es einen Schutz gegen solche Angriffe? Ja. Sie sitzen ihm direkt gegenüber. Einer der bekanntesten Oligarchen und Putin-Gegner war Boris Berezovsky. 13 Jahre lang lebte er in Großbritannien, wo er Asyl bekommen hatte, nachdem er in Russland verschiedene Delikte für schuldig befunden und in Abwesenheit zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden war. Im März 2013 fand man Berezovsky tot in seinem Haus in England. Todesursache, angeblich Selbstmord. Anfang 2012 hatte er uns für diesen Film eines seiner wenigen Interviews gegeben. Das Eigentum kann nur von einem funktionierenden Rechtssystem geschützt werden. Oder es ist wenigstens der wichtigste Schutz für die Rechte der Eigentümer. Es ist klar, dass das Rechtssystem in Russland als solches nicht existiert. Das gibt es nur dem Namen nach. In Wahrheit wird die Justiz von denselben Kräften gesteuert, die auch ganz Russland kontrollieren. Deshalb ist meine Antwort ganz klar. Das Eigentumsrecht ist in Russland nicht geschützt. Enteignungen passieren häufig bei Wohnhäusern, Restaurants und kleineren Firmen. Darum wandern Millionen Russen aus. Es ist einfach unmöglich, unter solchen Bedingungen und ohne Beistand zu leben. Wie leicht man in Russland als Unternehmer in Bedrängnis geraten kann, zeigt sich am Beispiel einer Kette von Handygeschäften. Jewgeni Tschitschwarkin ist der Gründer von Euroset, das er aus dem Nichts aufgebaut hatte. Seit 2008 lebt er in Großbritannien. Jahrelang bestand Russland auf seiner Auslieferung. Tschitschwarkin sagt, dass er auch in London Angst um sein Leben hat. Deshalb findet unser erstes Treffen nicht hinter verschlossenen Türen statt, sondern fast wie in einem Agentenfilm in einem videoüberwachten Park. Wir hatten rund 5000 Geschäfte in 6 ehemaligen Sowjetrepubliken. Das Unternehmen war wirtschaftlich stark und attraktiv. Deshalb waren hochrangige Beamte darin verstrickt, uns illegalerweise zu übernehmen. Das Handy-Imperium von Tschitschwarkin hatte innerhalb nur weniger Jahre zu boomen begonnen und enorme Umsätze erzielt. Man wollte mir das Unternehmen schon länger wegnehmen. Diesbezüglich gab es bereits mehrere Versuche. Und 2006 wurden mir Motorola-Handys im Wert von 20 Millionen Dollar gestohlen. Bis 2005 gab es in Russland ein Gesetz, dass Mobiltelefone erst nach der Verzollung von bestimmten Großhändlern gekauft werden durften. Anfang 2006 begannen wir damit, selbst Geräte zu importieren. Und die wurden vom Zoll beschlagnahmt, mit dem einzigen Ziel, sie zu stehlen. Musik
Auch bei anderen Händlern verschwanden damals Handys, und zwar im Wert von insgesamt 70 Millionen Dollar. Die wurden sofort für Cash weiterverkauft. Die Begründung des Zolls dafür war, dass man angeblich keine Beweisstücke behalten dürfe. Man hat uns also bestohlen und gleichzeitig den Handyimport nach Russland gestoppt. Wir haben uns bei Putin beschwert und Motorola wiederum beschwerte sich bei Bush. Nach einem langen Streit bekamen wir 19 von den 20 Millionen Dollar zurück. 1 Million Dollar wurde aber tatsächlich gestohlen. Der Konflikt mit dem Zoll dauerte ein halbes Jahr. Danach sagte man uns, dass wir Schwierigkeiten bekommen würden. Denn wir hatten durch unseren Direktimport die Einnahmemöglichkeiten aus Diebstählen bei den bisherigen Großhändlern um 90% reduziert. Herr Tschetschwakin hat sein Geld nicht auf dieselbe Weise gemacht wie die Herren Deresovsky, Abramowitsch oder Deripaska. Er hat nicht von seinen Verbindungen profitiert. Niemand hat ihm etwas gegeben. Er hat mit einem kleinen Laden angefangen und hat sein eigenes Unternehmen aufgebaut. Darum ist er in seiner Heimat so beliebt. Die meisten Russen schätzen Herrn Tschetschwakin völlig anders ein als die übrigen Oligarchen. Doch aus welchem Grund auch immer beschloss die Polizei, ihn zu bestehlen. Es gab einen Befehl von ganz oben, weil man mich nicht mochte. Ich habe denen immer meine Meinung gesagt. Ich war dabei aber sehr vorsichtig. Trotzdem dachten sie, ich mache mich über sie lustig. Mein Sicherheitschef kam zu mir und sagte, dass er einen Anruf vom Geheimdienst bekommen habe. Wenn ich nicht ins Gefängnis will, solle ich besser die Klappe halten. Das habe ich getan, weil ich ja lieber in Freiheit in meiner Firma weiterarbeiten wollte. 2008 wird dem Unternehmer vorgeworfen, er habe seinen ehemaligen Spediteur entführen lassen. Wir hatten einen Umsatz von 1 Milliarde Dollar. Da interessiert mich doch kein Fahrer von irgendeinem Minivan und auch nicht seine Entführung. Zuerst verhaftete man die Leiter meines Sicherheitsdienstes. Sie wurden zu falschen Zeugenaussagen gezwungen. Dann wurde ich befragt und bedroht. Man provozierte mich, damit ich Russland verlasse, bevor ich meine Firma verkaufen kann. Dann brach ein Dutzend Männer um 12 Uhr zum Mittag in unser Büro ein. Sie schalteten die Server und Zahlungssysteme ab. Hunderttausende Kunden konnten nicht mehr bezahlen, weil die Server heruntergefahren waren. Das ist eine Verbrecherbande, die mit legaler Unterstützung Waffen einsetzt, Menschen ins Gefängnis steckt und nach Belieben vor Gericht bringen darf. Einige Leute haben sogar eine Lizenz zum Töten. 4 meiner Mitarbeiter verbrachten mehr als 2 Jahre im Gefängnis. Mehrere Dutzend wurden regelmäßig verhört. Ohne dass auch offizielle Stellen involviert sind, kann man sich heute in Russland keine Firma aneignen. Bei großen Unternehmen braucht man einen hochrangigen Beamten, der alles vertuscht. Dazu einen Richter für das passende Urteil, Polizisten, Steuerprüfer und einen Gerichtsvollzieher, der Unterlagen beschlagnahmt. Falls sich der Eigentümer widersetzt, wandert er zum Beispiel wegen eines angeblichen Drogenvergehens ins Gefängnis. Sobald er sitzt, wird sein gesamter Besitz beschlagnahmt. Das ist das Londoner Büro von Elena Baturina. Sie ist mit dem ehemaligen Moskauer Bürgermeister verheiratet. Außerdem gilt sie als eine der reichsten Frauen der Welt. Ihr Vermögen wird auf mehr als 1 Milliarde Euro geschätzt.
Wir sind Anfang der 2000er Jahre ins Baugeschäft eingestiegen. Weil mein Mann Bürgermeister von Moskau war, nahmen wir keine öffentlichen Aufträge an. Das Unternehmen ist allmählich gewachsen. Ich könnte nicht sagen, dass es ein plötzliches Wachstum gab. Wir expandierten Schritt für Schritt. Zuerst haben wir einzelne Häuser gebaut, dann mehrere gleichzeitig und schließlich ganze Stadtviertel. Während des Krisenjahres 2008 gerieten mehrere Baufirmen der Konkurrenz in Bedrängnis, weil sie Schulden hatten. Diese Firmen wurden dann von den Banken übernommen. Ich rief damals den russischen Vizeministerpräsidenten an und sagte ihm, wir könnten das Ziel eines Raider-Angriffs werden, weil unser Unternehmen schuldenfrei ist und wir jede Menge Aufträge haben. Wir hatten nämlich selbst während der Krise keinen Rückgang des Auftragsvolumens. Wir konnten unabhängig bleiben und keine Bank schaffte es, uns zu übernehmen. Mein Mann wurde dann als Bürgermeister abgesetzt, aber irgendjemand hatte trotzdem noch eine offene Rechnung mit ihm und es begannen die Anschuldigungen gegen mein Unternehmen. Dann kamen die Raider ins Spiel. Wir hatten gefälschte Dokumente zur Verfügung, auf deren Basis wir angeblich notwendige Sicherheitsmaßnahmen durchführen konnten. Wir haben dann einfach mit Wachebeamten die Arbeit vor Ort behindert. Bauprojekte wurden plötzlich abgesagt und amtliche Bescheide zurückgezogen. Der übliche politische Theaterdonner. Elena Baturina sollte angeklagt werden. Ihr gelang aber die Flucht nach London. Das war nicht geplant. Ich arbeitete gern in Russland, solange man mich gelassen hat. Heute streitet sie um ein Grundstück, das mehr als 1 Milliarde Dollar wert ist. Geschäftsleute mit guten Verbindungen zur Regierung wollen es ihr wegnehmen. Ministerpräsident Medvedev versucht, mich enteignen zu lassen. Das ist ein riesiges Grundstück mit einer Fläche von 24 Hektar mitten im Zentrum von Moskau, nicht weit entfernt vom Siegespark. Wir haben das Grundstück damals auf dem freien Markt gekauft und hatten nichts mit fragwürdigen Privatisierungen zu tun. Anfang der 1990er Jahre erließ Jelzin ein geheimes Dekret. Laut diesem ist das Grundstück für den Bau ausländischer Botschaften gewidmet. Prinzipiell haben wir damit kein Problem, solange sich die Eigentümerverhältnisse bezüglich des Bodens nicht ändern. Das war und ist auch heute noch unser Grundstück. Wenn es der russische Staat bekommen will, muss er den marktüblichen Preis bezahlen. Das Problem ist, dass es heute über 1 Milliarde Dollar wert ist. Dieses Geld will Russland aber nicht ausgeben und deshalb wurde ein neues Dekret erlassen, mit dem man einfach privaten Besitz enteignen und dem Staat übergeben kann. Das ist rechtswidrig. Das wissen auch die Richter, die entsprechend dem Dekret Urteile fällen. Die Regierung übt Druck aus. Wir hoffen nun, dass wir vor dem Europäischen Gerichtshof Recht bekommen. Wenn ein Fall für die Regierung wirklich wichtig ist, übt sie Druck auf den zuständigen Richter aus. Oder dieser weiß selbst, was zu tun ist, ohne dass überhaupt Druck nötig wäre. Wenn man sich in Russland ein wirklich großes Unternehmen aneignen möchte, braucht man beste Verbindungen. Für eine solche Übernahme reicht kein normaler Beamter mehr, sondern es sollte jemand in der Führungsebene sein, am besten direkt im Kreml. Dazu muss man jemanden an der Spitze der Polizei, zum Beispiel einen General, finden und jemand Gleichwertigen beim Zoll oder in der Steuerbehörde. Anschließend sollte die Hausbank alle Kredite fällig stellen. Erst dann kommen Schlägertrupps und Polizisten zum Einsatz. Der bisherige Eigentümer wird wegen eines erfundenen Delikts verurteilt und landet im Gefängnis. Wenn er Glück hat, kann er davor noch die Koffer packen und sich ins Ausland absetzen. Am besten nach London, wo man normalerweise nicht ausgeliefert wird.
Bill Browder kennt so eine Situation aus eigener Erfahrung. Er ist Vorstandsvorsitzender des Investmentfonds Hermitage Capital. Er kam in den frühen 1990er Jahren nach Russland, als dort die Privatisierung in vollem Gange war. Browder verdiente innerhalb kürzester Zeit etliche Millionen Dollar. Er fühlte sich aber in seiner Tätigkeit durch die herrschenden Oligarchen benachteiligt und sagte ihnen den Kampf an. Auch Wladimir Putin wollte damals etwas gegen diese zu mächtigen Wirtschaftsmagnaten unternehmen und versprach Rechtsstaatlichkeit. Ich schwöre, dass ich in Ausübung meiner Macht als Präsident der Russischen Föderation die Rechte und die Freiheit der Menschen respektieren und schützen werde. Wir hatten zwar verschiedene Pläne, sie gingen aber in dieselbe Richtung. Ich wollte den Diebstahl in den Unternehmen stoppen und Putin wollte verhindern, dass Oligarchen seine Macht beschneiden. 1999 waren die Aktien von Gazprom im Keller. Ihr Wert lag 99,7% unter dem von Exxon oder BP. Jeder dachte, dass Gazprom bestohlen worden war. Mein Team und ich machten also eine Diebstahlsanalyse. Wir stellten fest, dass Gazprom-Manager Ölreserven so groß wie jene von ganz Kuwait gestohlen hatten. Wir verstanden nun, warum der Aktienkurs eingebrochen war und auf ein so niedriges Niveau sinken konnte. Denn jeder dachte, dass bereits alles bei Gazprom gestohlen worden war. Ich prangerte anschließend noch etliche Korruptionsfälle an. Nach einigen Jahren war das für das Regime aber plötzlich nicht mehr hilfreich, im Gegenteil. Im November 2005 flog ich zurück nach Moskau, wo ich 10 Jahre lang gelebt hatte. Ich war der größte ausländische Investor im Land mit 4,5 Milliarden Dollar an westlichem Kapital. Trotzdem wurde ich 24 Stunden lang festgehalten und dann ausgewiesen. Man erklärte mich zu einer Gefahr für die nationale Sicherheit. Jameson Firestone arbeitete jahrelang als Steueranwalt in Moskau und betreute dort mit seiner Kanzlei Firestone Duncan den Investmentfonds von Bill Browder. In Russland gab es immer schon verschiedene Mafia-Gruppierungen. Heute existiert eine neue Mafia namens Innenministerium und Polizei. Es ist einfach, in Russland Geld zu machen. Aber sobald man welches verdient, kommen Leute, die es einem wegnehmen wollen. Dafür wird die staatliche Polizei eingesetzt. Und das ist das Hauptproblem, das Russland heute hat. 2007 wurde Firestones Moskauer Büro von der Polizei gestürmt. Die Durchsuchung hatte einen einzigen Zweck. Die Polizei wollte an Unterlagen kommen und sie an ihre kriminellen Freunde weitergeben. Das war ein furchtbares Gefühl. Ich hatte keinerlei Erfahrung mit dem organisierten Verbrechen. Ich wusste nicht, was ich als Opfer in dieser Situation machen sollte. High-level organized crime like this, and it was just not something that I knew what to do with. Wir engagierten den Wirtschaftsprüfer Sergei Magnitsky, um eine Untersuchung durchzuführen, um herauszufinden, was hier vor sich ging und was als nächstes passieren würde. Nach ein paar Wochen Recherche kam Sergei zurück und sagte, diese Leute haben nicht nur deine Firmen übernommen, sondern auch die gestohlenen Dokumente dazu verwendet, um Verträge zu fälschen. Deine Unternehmen haben jetzt bei 3 Scheinfirmen Schulden in der Höhe von 1 Milliarde Dollar. Wie ist der Diebstahl von Hermitage Capital abgelaufen? Zuerst wurden die Büros des Investmentfonds und seines Steueranwalts von einer Spezialeinheit durchsucht. Dabei wurden alle Dokumente und auch Stempel oder Briefpapier beschlagnahmt. Dann wanderte Hermitage Capital unter das Dach von 3 Scheinfirmen und es hatte bei diesen plötzlich enorme Schulden. Anschließend brachten die Betrüger eine Klage gegen Hermitage Capital ein, der vom Gericht sofort stattgegeben wurde. Damit war der Weg frei für eine Steuerrückzahlung von mehr als 200 Millionen Dollar.
Dieser Betrag wurde innerhalb eines Tages an die Scheinfirmen überwiesen. So etwas war nicht ohne Freunde beim Finanzamt möglich. Wenn ein Steuerprüfer das wirklich untersucht hätte, wäre der Betrug sofort aufgeflogen. Aber die Prüfer waren selbst in die Sache verwickelt. Sie machten die angebliche Steuerschuld geltend und bekamen einen Teil des Geldes. Auch die Kriminellen, die Polizei und die Anwälte erhielten etwas. Jeder bekam seinen Anteil, das ganze Netzwerk an Kriminellen. Diese Verschwörung reicht hinauf bis in die höchsten Ebenen des Geheimdienstes FSB. Die Vollzugsbehörden arbeiten nur so organisiert und effizient, wenn der FSB involviert ist. Wir kennen die Namen einiger Mittäter. Das wäre nie ohne das Mitwirken des Innenministers oder seines Stellvertreters möglich gewesen. Unser Mitarbeiter Sergei Magnitsky fand heraus, dass Polizei und Steuerbeamte zusammenarbeiteten, um hunderte Millionen Dollar an Staatsgeld zu stehlen. Er erstattete Anzeige, 3 Wochen bevor das dann tatsächlich passierte. Die Polizei war aber in die Sache verwickelt und ließ das Ganze geschehen. Als Sergei dann einen großen Wirbel machte, wurde er verhaftet. Man wollte ihn mundtot machen. Man hat ihn sogar gefoltert, damit er seine Aussage zurückzieht. Und man verlangte, dass er zugibt, selbst die 230 Millionen Dollar gestohlen zu haben. Ich habe erst einige Tage später von der Verhaftung meines Sohnes erfahren. Sergei war in 3 verschiedenen Gefängnissen, wo er gefoltert wurde. Zuerst war er in einer Zelle, wo es mehr Insassen als Betten gab. Das Licht war die ganze Zeit eingeschaltet. Als es Winter wurde, steckte man ihn in ungeheizte Zellen. Er durfte sich nicht duschen. Schließlich wurde er krank und verlor 20 Kilo. Als er medizinische Hilfe brauchte, wurde sie ihm verweigert. And when he got sick and he needed medical care, they denied him the medical care. Was der unbestechliche Sergei Magnitsky während seiner 358-tägigen Haft durchmachen musste, ist in 450 schriftlichen Beschwerden festgehalten. Er kannte sich ja in rechtlichen Dingen aus und jedes Mal, wenn er misshandelt wurde oder man seine Rechte verletzte, schrieb er das auf. Alle paar Wochen übergab er diese Beschwerden an seinen Verteidiger, der sie bei Gericht einbrachte. Die Behörden ignorierten sie aber. Keine einzige Beschwerde vom Wirtschaftsanwalt Sergei Magnitsky wurde vom Gericht akzeptiert. Am 16. November 2009 wollten die Anwälte meinen Sohn besuchen. Man sagte ihnen, Sergei fühle sich nicht wohl und könne deshalb nicht aus der Zelle kommen. Am nächsten Tag beschloss ich, ihn zu besuchen. Ich packte ein paar Lebensmittel für ihn ein und fuhr damit zum Gefängnis. Dort sagte man mir, dass mein Sohn verlegt worden sei. Ich fragte, wohin? Nach Matruskaya Tishina. Hatten sie ihn ins Spital überstellt? Wir wollten ja, dass das passiert. Ich bin also zu dem anderen Gefängnis, das eine Gesundheitsstation hatte, gefahren und fragte nach Sergei. Eine Bedienstete sagte mir dort wörtlich, er ist gestern um 9 Uhr am Abend gestorben. Ich konnte das nicht glauben. Ich sagte, ist das ein Scherz? Sie darauf, nein, natürlich nicht, wer würde über so etwas Witze machen? Es war damals 10 Uhr morgens und ich sollte einfach auf den Arzt warten, der mir mehr sagen könne. Das war alles. Ich habe dann den Anwalt angerufen und meine Schwiegertochter. Ich konnte es ihr nicht am Telefon erzählen. Ich sagte nur, lass alles stehen und liegen und komm hierher. Они приехали.
Weder ich noch meine Schwiegertochter waren in der Lage, mit dem Arzt zu sprechen. Das hat der Anwalt gemacht. Der Doktor bestätigte, Sergej ist tot und sagte, dass er bereits ins Leichenschauhaus gebracht worden war. Das Leichenschauhaus war so ein trostloser und düsterer Ort. Wir haben nur die engsten Freunde und Familienmitglieder kommen lassen. Sergej war mit einem Leichentuch bedeckt. Aus irgendeinem Grund schob ich es zur Seite und sah seine Hände. Sie waren zu Fäusten geballt. Die Finger und Knöchel seiner linken Hand waren zerschunden, die Nägel blau. Bill Browder, waren die Bestechungsgelder, die Kosten für die Wachleute sowie die Männer, die die Fabrik übernahmen, sie dann verwalteten und so weiter. Im Internet findet man dann eine seriös aufgemachte Immobilienanzeige, in der die Fabrik für 80 Millionen Dollar angeboten wird. Selbst mit einem Preisnachlass, zum Beispiel auf 50 Millionen, wäre der Profit immer noch 45 Millionen Dollar. 5 Millionen Kosten für die Enteignung und 45 Millionen Gewinn. Aber den Kriminellen ging es gar nicht um das Fabriksgebäude selbst, sondern um das Grundstück, auf dem es steht. Es soll mindestens 300 Millionen Dollar wert sein. Inzwischen entsteht hier ein riesiger Bürokomplex. Doch nicht nur Firmen sind Geschäftemachern im Weg, auch Privatpersonen werden um ihr Eigentum betrogen. Marina Ovchinnikova war auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Die Stadt Moskau bot ihr ein Apartment zum Kauf an. Die einzige Bedingung, sie musste den Gesamtbetrag dafür sofort an einen Investor bezahlen. Sie stimmte zu, doch nach einiger Zeit stellte Marina Ovchinnikova fest, dass ihr Kaufvertrag an eine ihr unbekannte Firma übertragen worden war. Diese hatte plötzlich das Recht, den Eigentümern ihre Wohnungen einfach wieder wegzunehmen. Nicht nur mir wurde die Wohnung weggenommen, sondern das ganze Haus wurde gestohlen. Das ganze Haus mit allen Menschen darin. Man lebt in einem Apartment, das einem gar nicht mehr gehört, obwohl man es gekauft hat. Bis 50.000 Dollar bestachen. Für den war das viel Geld. Zurück in Moskau kamen die Raider dann in ein Unternehmen und präsentierten den Eigentümern den Gerichtsbeschluss. Und die Firma hatte plötzlich einen neuen Besitzer. Die Zeitschrift Merger and Acquisition hat berichtet, dass manche Richter 30.000 Dollar für einen gefälschten Beschluss verlangten. Sogar eine Liste der Namen wurde veröffentlicht. Ich selbst habe früher auch solche Bestechungsversuche vorgenommen. Gott sei Dank kann ich dafür nicht mehr bestraft werden, weil das Ganze verjährt ist. Juri Krupnov engagiert sich in mehreren Unternehmerverbänden. Er schildert am Beispiel einer großen Moskauer Fabrik, wie die Enteignungen ablaufen. Krasny Proletari ist ein führender Hersteller von Schwermaschinen. Die Firma hatte das Pech, dass sich die Produktion im Zentrum von Moskau befand, wo die Quadratmeterpreise extrem hoch sind. Deshalb war es kein Zufall, dass die Fabrik das Ziel eines Raiderangriffs wurde. Und auch die Behörden waren involviert.
Die Raider begannen damit, die Polizei bei ihrer Sache mitmachen zu lassen. Man hatte ja Gerichtsbeschlüsse in der Hand und man nutzte die Macht von Beamten des Innenministeriums anstelle von privaten Sicherheitsfirmen. Laut gefälschten Unterlagen ist der Firmenchef gar nicht mehr der rechtmäßige Eigentümer des Unternehmens und er handelt somit illegal, wenn er sich wehrt. Die Raider rufen dann die Polizei um Hilfe, damit sie ihr angebliches Eigentum bekommen. Viele Übernahmen laufen mit Unterstützung der Exekutive ab, denn die Polizei darf den angeblich rechtmäßigen Eigentümern die Hilfe ja nicht verwehren. Und wenn man zusätzlich noch etwas Bestechungsgeld zahlt, werden die Ansprüche gleich noch legitimer. Zahlreiche Institutionen, große Unternehmen und Fabriken sind so in die Hände neuer Eigentümer gekommen. Und dann wird weiterverkauft. Einmal, zweimal, dreimal. Und der letzte Besitzer ist dann ein streng gesetzestreuer Bürger. Das Prinzip ist ganz einfach. Übernehmen und so schnell wie möglich weiterverkaufen, am besten innerhalb weniger Tage. Das Budget für die Enteignung von Krasny Proletari betrug ungefähr 5 Millionen Dollar. Darin inkludiert: Russland ist reich, trotz der Rubelkrise. Und besonders in Moskau bemerkt man das. Doch der Großteil der Russen spürt vom Reichtum wenig, denn der ist extrem ungleich verteilt. Die Gewinner im Land sitzen auf riesigen Vermögen und vermehren ihren Besitz laufend. Sie investieren in Luxus und führen ein westlich orientiertes Leben. Der große Rest der Bevölkerung hat aber zu kämpfen. Und so mancher sehnt sich heute wieder nach den subventionierten Preisen und Löhnen der Sowjetunion. Zur Zeit des Sozialismus setzte man auf die Planwirtschaft. Wer abseits der staatlichen Aufsicht Geschäfte machte, wurde verfolgt. Privatbesitz gab es kaum. Praktisch alles gehörte dem Staat. Mit dem Zerfall der Sowjetunion im Jahr 1991 kollabierte schließlich das gesamte System der UdSSR. Die bereits vor dem Niedergang des Kommunismus nur schlecht funktionierende Wirtschaft kam zum Erliegen. Nicht einmal das Notwendigste war mehr verfügbar. Die Menschen standen vor leeren Geschäften. Russland musste rasch auf die Marktwirtschaft umstellen. Dafür privatisierte man innerhalb kürzester Zeit unzählige Staatsbetriebe, darunter Stahlfirmen, Minen oder Ölförderanlagen. Findige Geschäftsleute wurden dadurch unvorstellbar reich. Als privater Eigentümer muss man sich aber im heutigen Russland darüber klar sein, dass es immer jemanden gibt, der auch ein Stück vom Kuchen möchte. Kriminelle erpressen Schutzgeld. Oder man gerät an einen Konkurrenten, der sich bereichern möchte und auch nicht vor drastischen Mitteln zurückschreckt. Nicht selten werden gezielt Übergriffe auf Unternehmer organisiert, bei denen spezielle Schlägertrupps zum Einsatz kommen. Man nennt sie Raider, also Angreifer oder Räuber. Gemeinsam mit einer korrupten Justiz und Politik sorgen sie dafür, dass zigtausende Unternehmer in Russland um alles gebracht werden. Jewgeni Spirica war früher selbst in kriminelle Machenschaften verstrickt. Heute arbeitet er als Projektmanager für eine Beraterfirma, die unrechtmäßige Firmenübernahmen verhindert. Diese Enteignungen haben nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion begonnen und den darauffolgenden Privatisierungen. Das alles war durch das bis heute schwache russische Rechtssystem möglich. So sind diese schwarz gekleideten Raiderbanden entstanden.
Sie haben sich gefälschte Gerichtsbeschlüsse besorgt, aber nicht in Moskau, sondern in irgendeiner weit entfernten Stadt, indem sie einen Richter mit 30